Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum ersten Dominaria-Unboxing auf dem Kanal. Ich freue mich mega, es geht endlich los. Heute haben wir ein Pre-Release-Pack, das habe ich gestern schon kurz angekündigt. Wizards hat mir eins zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür. Das wollen wir aber heute nicht nur einfach aufreißen. Wir schauen uns natürlich den Inhalt an, aber dann bauen wir natürlich noch passend ein Limited- bzw. dann ein Sealed-Deck dafür, so wie das auf dem Pre-Release dann immer ablaufen soll. Ich bin super gespannt, wie unser Deck am Ende aussehen wird. Was sind die ersten Karten, die wir hier aufmachen werden zusammen? Wird bestimmt eine coole Sache. Dann versuche ich natürlich in der nächsten Woche einen passenden Gegner dafür zu finden, damit wir das Deck dann auch mal live in Aktion sehen können. Ich bin auf jeden Fall super gespannt. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch wirklich mal los und in diesem Sinne viel Spaß mit diesem Video. So, hier seht ihr jetzt einmal den gesamten Inhalt von so einem Pre-Release-Pack aufgebaut. Natürlich ganz wichtig, damit wir gleich das Deck bauen können. Hier erstmal die Promos und die 6 Booster-Packs natürlich. Anders als bei Constructed Magic brauchen wir kein 60-Karten-Deck im Limited, sondern wir müssen gleich nur ein 40-Karten-Deck bauen. Außerdem dürfen wir die Standardländer von außen separat dazu tun. Aber das ist immer noch eine gute Challenge. Mir macht das Limited-Spiel bei Magic immer mega Spaß. Man muss halt nicht nur spielen, sondern auch sowas wie Deckbau wird eben belohnt. Ist auf jeden Fall immer eine sehr coole Übung. Zusätzlich natürlich, um dann später unser Deck von den restlichen Karten zu trennen, haben wir den Kartentrenner, einen W20 Spindown Life Counter und unten natürlich auch wieder die Broschüre, die sieht tatsächlich ganz cool aus, hier in der leicht geupdateten Version quasi für alle Anfänger, die das erste Mal einen Pre-Release spielen oder eben noch recht neu dabei sind, so ein bisschen so eine Übersicht, man soll 15 bis 18 Kreaturen spielen, 5 bis 8 andere Zaubersprüche und ungefähr 17 Länder, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Richtwert, mal schauen, wo wir gleich rauskommen werden, ich baue immer ähnliche Zahlen, 16 bis 18 Länder meistens, je nachdem wie das Deck aussieht, aber das sind auf jeden Fall gute Richtlinien, wenn man wirklich neu dabei ist, weiß man sofort, was man machen kann. Schadet auf jeden Fall nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal alles auf. Bin gespannt, was wir dann aufmachen und auch wie unser Limited Deck dann gleich aussehen wird. Ich mache einen kurzen Schnitt, räume kurz auf und dann geht's los. So, wollen wir mit den beiden Promokarten starten. Ich habe die schon mal ausgepackt, das kann zur Seite, ist schön aufgeräumt. Wir legen los und man sieht hier direkt, es sind 2 spielbare Karten in meinen Lieblingsfarben. Erstmal der Allosaurus, hier die Rare, super, super nice. Die sind immer voll, die Promos. Hier mit dem Stempel vom Pre-Release in Gold, das haben beide Karten. Aber definitiv beides gut spielbare Karten in meiner Lieblingsfarbkombination. Wenn ihr mir schon ein bisschen länger folgt, Grün-Schwarz-Midrange ist echt so mein Decktyp. Der Allosaurus, 4 Mana, 5-5, super Undercost-Beater mit den Kickerkosten 3. Dann kann er noch zusätzlich eine Kreatur umfighten. Also eingebautes Removal und Whisper, ja, da schon ein bisschen spezieller, wenn wir die passenden Karten haben. Vielleicht ein paar Token-Karten, dann könnte das definitiv ein grün-schwarzes Midrange-Deck quasi werden. Aber das ist jetzt noch definitiv zu früh, um über sowas zu reden. Wir müssen jetzt erstmal die 6 Booster natürlich aufmachen. Schauen, was ist da drin. Kann ja sein, dass wir jetzt gar keine grüne Rare mehr kriegen oder eine super gute Mythic Rare kriegen. Müssen wir dann auf jeden Fall abwägen, je nachdem, was wir haben. Vielleicht haben wir auch nur gute rote und blaue Uncommons und dann ist die grüne Karte irgendwie gar nicht mehr spielbar. Das ist natürlich immer die Überraschung am Limited Play oder eben am Sealed beim Pre-Release. Ist immer ein cooles Format. Man muss ganz schnell, individuell, schnell sein Deck zusammenbauen. Bin super gespannt, was wir haben. Ich würde sagen, machen wir jetzt mal wirklich die Booster auf. Booster Nummer 1. Los geht's, das erste Booster der neuen Edition. Und mal schauen, ob wir direkt irgendwie eine Rare-Bombe finden. Ich bin mal gespannt. Ich gehe jetzt noch nicht zu sehr ins Detail bei den einzelnen Karten, versuche aber eben nicht zu schnell über die Karten zu gehen. Gerade jetzt hier beim Unboxing-Teil geht es erstmal darum, alles zu finden, was wir haben, alles aufmachen. Dann wollen wir das Ganze sortieren und dann schauen wir wirklich, was sind die guten Karten in den einzelnen Farben. Aber wenn mir jetzt spontan irgendwie was sehr Gutes auffällt, müssen wir mal schauen. Also generell im Uncommon-Bereich sind ja schon interessante Karten auf jeden Fall dabei. Mal sehen, was wir finden. Die Legendary-Kreaturen natürlich auch super interessant. Und unsere erste Rare sieht nach einem Land aus. Die Felsenburg der Kabbalisten, finde ich, ist ein super, super nices Utility-Land. 3 Mana tappen. Dann kriegen wir ein schwarzes Mana für jeden Sumpf, den wir kontrollieren, oder jedes Standard-Land-Sumpf. Super nice in mono-schwarzen Decks, aber das ist eben nichts fürs Limited. Ist fast unschaffbar, denke ich, hier in der Edition ein einfarbiges Deck wirklich zu bauen. Zweifarbige Decks haben dann einfach ja die Auswahl zwischen den guten Karten von 2 Farben. Wird meistens besser. Also die erste Rare schon mal nicht so gut für uns. Okay, Land und Token können zur Seite. Ich lege die Rare mal oben drauf, dann haben wir hier so einen kleinen Überblick zumindest. So, hier sieht gut aus, sind ja auch nur 6 Booster insgesamt und dann sortiere ich das gleich, wie gesagt. So, wollen wir das zweite Booster mal aufmachen? Mal gucken. Ah, geht schon nicht ganz so stark los. Natürlich eine spielbare Karte am Anfang, aber jetzt hier Limited. Ich will mit dem Deck ja auch noch zocken. Ich hätte gern die guten spielbaren Karten. Wir brauchen hier nicht die Megabomben, wir brauchen nur die Limited-Bomben. Also gucken wir mal weiter. Hier, oh ja, der Landvermesser, können wir kurz sagen. Ich mag ihn, gerade noch von geredet. Man muss sehr wahrscheinlich mehrfarbiges Deck spielen, wenn man dreifarbig spielen will. Der Landvermesser, hier auf jeden Fall eine sehr gute Karte, um sich eben die passenden Länder rauszusuchen.
Gucken wir mal, was wir weiter haben. Hier die Uncommons, Your Juggernaut, das ist alles ganz solide. Jagel finde ich ja super lustig. 5 Mana 9-3 ist ein lustiger Beater, natürlich jetzt nicht übermäßig gut, aber ich finde ihn wegen den Werten halt einfach ganz nice. Und Hinterlandhafen. Rare Länder. Ich liebe Rare Länder. Wenn wir jetzt hier in einem regulären Unboxing-Video, ich freue mich immer mega über Rare Länder. Damit kann man eigentlich immer was machen, so mit den Dual-Ländern. Klar, hier im Limited ein zweifarbiges Land ist nie so verkehrt, aber eine richtig gute Kreatur im Rare-Bereich wäre natürlich deutlich besser für unser Deck. Also sehr interessanter Start. 2 Länder. Ich habe die wahrscheinlich im Spoiler-Video zu sehr gelobt, weil die haben mir wirklich gut gefallen, auch optisch. Jetzt optisch hier die Artworks, super, super nice. Und ja, prompt, zack, kommen die jetzt hier. Na, mal sehen, mal sehen. Oh, ein paar nette Combat-Tricks, das ist nicht so verkehrt. Spinnen, großer Spinnen-Fan bin ich ja. Aber meistens leider nicht so gut spielbar, die Karten. Pump-Spells ohne Ende und, oh, hier ist die erste Sage. Jetzt mal so in live, auch ganz nett direkt. Und, die Herrschaft des Lichs. Das ist natürlich eine ganz nette Karte. Die ist auf jeden Fall nicht schlecht, sehr interessant. Habe ich super lange im Spoiler drüber geredet. Falls ihr das gesehen habt, dann seid ihr jetzt wirklich ja up to date. Wir können das Spiel nicht verlieren. Insgesamt eine sehr interessante Karte. Weiß ich auch immer noch nicht genau, wie die sich spielt. Falls wir grün-schwarz Midrange werden, dann werde ich die auf jeden Fall zocken. Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir müssen dann noch 3 Booster aufmachen. Aber Herrschaft des Lichs ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Karte im Vergleich zu den beiden Ländern. Schauen wir mal, was wir noch so finden. Oh ja, mehr Rattenkolonien, interessant. Vielleicht werden wir ja doch mono-schwarz, aber ich bezweifle es sehr. Kraftsteinscherbe. Ja, wir sehen schon ein paar nette Karten. Hier Gideons Tabel, sehr netter Interaktionsspell, quasi Removal. Die Feindseligkeit auch als Removal, Fight-Spell, auch nicht so verkehrt. Also ein paar spielbare Karten habe ich schon gesehen. Nette Enchantments. Die Karten hätte ich alle gerne. Super, super oft auch mal für ein Limited-Deck. Super nice, die ganzen Saproling-Karten. Gerade eher quasi als Lord für die Saprolinge. 2 Mana-Lord. Super, super gut. Braucht man die passenden Karten dafür. Würde ins grüne Deck passen, hätte ich Bock drauf. Und Traxos. Das ist auch so eine Karte. 4 Mana 7-7 Trample. Er kommt getappt ins Spiel, enttappt auch nicht in unserem Enttapp-Segment. Und immer wenn wir einen historischen Zauberspruch wirken, dann dürfen wir ihn enttappen. Ja, die historischen Zaubersprüche, Legenden, Artefakte und Sagen. Das ist im Limited auch ein bisschen schwer. Also ich denke nicht, dass wir ihn spielen können. Sieht nach einem echt schweren Zielpack aus. Gut, dass wir das hier on camera haben. Da lohnt es sich dann auf jeden Fall, mal hiermit auch wirklich ein Deck zu bauen. Wenn man nämlich nur die Superbomben hat, alles in der gleichen Farbe plus ein Planeswalker, dann ist der Deckbau meistens nicht so schwer. Aber es sieht jetzt hier auf den ersten Blick so aus. Ja, könnte knifflig werden, der Deckbau. Ja, mehr Sagen. Und, Schalai, auch eine gute Karte und eine Vollchronikerin. Die ist natürlich jetzt nicht super, super, super wichtig, aber sie ist natürlich eine mega gute Karte. 4 Mana, 3-4 fliegend, 2 relevante Textzeilen, extrem gut. Wir, Planeswalker, die wir kontrollieren und andere Kreaturen am Flugsicherheit, ziemlich nice. Mit dem eingebauten Pump-Effekt, die Gavinny Township quasi, die mobile 6 Mana, eine +1/+1 Marke für jede Kreatur, die wir kontrollieren. Können wir sogar ganz gut splashen, falls wir tatsächlich schwarz-grün werden. Ihr Effekt ist grün, müssen wir nur ganz wenig, ja, grüne Länder spielen, vielleicht den Landvermesser, um die Länder rauszusuchen. Ja, eine Ebene. Das könnte auf jeden Fall funktionieren. Das ist nicht schlecht, ist auf jeden Fall eine sehr gute Rare. Ja, könnte Absahn Midrange werden. Das ist wirklich einer meiner Favorite-Deck-Typen. Nur das Junt-Deck ist besser. Aber, ja, ich denke, damit können wir arbeiten. Mal schauen, was wir noch so finden. Tezuko, sehr nice. Und den Urzei, die Wiedergeburt. Das ist auch wieder so eine Rare, die wir eigentlich nicht sehen wollen im Limited. Wir können alle legendären bleibenden Karten aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen. Ist selber eine legendäre Hexerei, also ist auch noch relativ schwer, sie zu wirken. Das ist auf jeden Fall eher unspielbar. Da könnte man so ein Legendary Tribal Deck könnte man da vielleicht drum bauen im Casual-Bereich. Aber das ist auf jeden Fall nichts für unser Limited-Deck hier. Ja, auf jeden Fall ein interessanter Anfang. 2 nicht so gut spielbare Karten plus 2 Länder. Eine richtig gute Karte. Sieht wirklich nach einem schweren Pack aus. Ja, da muss man dann auf jeden Fall ordentlich kämpfen über das Spielen, dann auch wieder ordentlich was rausholen. Sieht nicht ganz so einfach aus. Ich würde sagen, wir sortieren das Ganze jetzt mal. Dann sehen wir uns kurz nach einem Schnitt und dann schauen wir mal, wie stark der Pool tatsächlich ist.
So, ich habe jetzt wirklich alles mal nach Farbe sortiert und wie eben beim Unboxing vermutet, wird das keine leichte Aufgabe. Ich erzähle euch kurz, was mir aufgefallen ist. Also erstmal wirklich alles ist nach Farben sortiert, was ich vorweg sagen kann. Rot sieht nicht so gut aus. Dafür haben wir dann gleich ein Problem, dass wir die anderen Farben irgendwie kombinieren wollen. Ich wollte ja erst Schwarz und Grün spielen, wobei in Grün haben wir kaum Sapoling-Karten, aber das Sapoling-Thema sieht trotzdem relativ gut hier in diesem Pool aus. Wir haben auch zweimal den Landvermesser, um uns die passenden Länder rauszusuchen. Also das Deck wird mindestens dreifarbig. Vielleicht, wenn wir hier schon mal ein Video machen, soll es ja auch Spaß machen. Vielleicht teste ich aber auch das vierfarbige Deck. Dann müssen wir gleich gucken, wie sich so der Deckbau dann entwickelt. Aber auf jeden Fall kurz vorweg, Rot, ja, waren halt nicht die ganz so guten Karten drin. Natürlich ein paar spielbare Karten hat man immer, auch die Chronikerin, um sich Karten wiederzuholen. Finde ich aber eben nicht ganz so stark. Die Intervention, also ein bisschen Removal haben wir halt auch. Das haben wir aber auch in den anderen Farben. Und hier haben wir halt kaum noch gute Kreaturen quasi. Das ist alles zu speziell. Also Rot fällt auf jeden Fall raus. Das wollte ich euch gesagt haben. Ein paar Karten habe ich von vornherein schon zur Seite gelegt, aber Rot wandert jetzt eben auch komplett raus und jetzt müssen wir eben schauen, was machen wir mit dem Rest. Wir haben halt den Vorteil, wir haben einmal hier den Hinterlandhafen, also falls wir tatsächlich irgendwie, ja, essbar farben könnte es halt werden, da kann es halt sein, dass wir dann irgendwie schwarz, blau, weiß spielen, dann können wir nämlich den Hinterlandhafen spielen, zusammen mit den Landvermessern, um die grünen Karten dennoch rein zu splashen. Das wird auf jeden Fall eine schwere Aufgabe, müssen wir gucken, ob wir uns vielleicht dann tatsächlich von einer Farbe komplett irgendwie trennen. Das Problem ist mit dem Allosaurus, wenn wir grün splashen, er kostet doppelgrün. Der aktivierte Effekt von unserem Engel kostet doppelgrün. Also das ist schon wirklich nicht so leicht. Müssen wir mal gleich schauen, ob das wirklich passt. Ich zeige euch die einzelnen Karten. Also wir haben hier einmal den Schleimfuß, der große Talit. Der ist halt super gut. Der macht zusätzlich hier eben Saprolinge. Können all unser Mana können wir dann später da reinpumpen. Er hat eben diesen Life-Loss-Effekt. Also er ist schon eine gute Karte. Leider haben wir eben nicht die passenden grünen Karten dafür, die eben damit synergieren, die ganzen Saproling-Karten. Wir haben zwar den Lord, aber ansonsten eben keine weitere Sapoling-Karten. Die sind alle hier im schwarzen Teil versteckt. Also immer noch ein paar Karten kann man dann gegebenenfalls eben zocken vielleicht, weil wir eben den Schleimfuß haben, der ja selber Tokens produziert. Ansonsten grün insgesamt ein paar ganz gute Karten. Die Spinne ist im Limited gut. 3-5 Reichweite kann man auf jeden Fall nicht sagen. So ein paar Filler, also wie man hier sieht, grün ist eher so eine Splash-Farbe. Wir haben zwar ein paar gute Karten, wobei die beiden könnte man eventuell splashen mit ihm plus den Allosaurus plus die Activated Ability von dem Engel. Das ist halt schon ein bisschen viel. Da brauchen wir dann schon ein paar, ja, Wälder definitiv. Wir haben Hauptsache, wir haben viermal den Pumpspell. Das war natürlich auch wieder so eine Sache. Aber eben die anderen Karten sind halt eher Sideboard-Karten gegen fliegende Kreaturen. Damit können wir halt nicht so viel machen. Wie gesagt, wirklich, wirklich schwerer Pool. Wir haben sehr viele gute blaue Karten. Deswegen, das ist das Problem, das harmoniert halt alles nicht. Wir haben Tetsuko zum Beispiel mit drei Rattenkolonien. Das ist halt zum Beispiel auch nicht so verkehrt mit den kleinen Kreaturen. Wir haben hier die Sphinx, also gute fliegende Kreaturen. Gute Interaktionsspell, wie von Augen Augenblick zu Augenblick, super geiler Bounce-Spell und eben auch, ja, nicht so gutes Removal, aber eben so ein bisschen Pseudo-Removal, Bounce-Spell für die eigenen Karten, also insgesamt schon halt ein paar spielbare Karten. Schauen wir uns nochmal zusammen schwarz an. Hier haben wir, wie gesagt, dreimal die Rattenkolonie. Ist nicht der beste 2-Drop, also 2 Mana 2-1 ist jetzt nicht so optimal. Aber kann man trotzdem mal zocken. Dann hier der Todesblüten-Thalid. Der bringt halt zusätzlich noch unser Proling mit. Ist selber ein Pilzwesen. Der Allesfresser, den können wir auch zocken. Das ist halt ganz cool, wenn wir hier eine Kreatur opfern. Und die Kreatur war unser Proling, gibt es Lebenspunkte. Das kombot dann natürlich später auch hier mit der Herrschaft des Liches, wo wir dann zusätzlich Karten ziehen können. Also eventuell will ich halt diese Token-Mechanik hier mit einbauen. Ein paar Playables, der Paladin, Jagel ist in Ordnung, der düstere Handel ist auch nicht so verkehrt, die Wiedergeburt und halt am Ende Herrschaft des Liches, also schwarz hat auch ordentlich spielbare Karten und dann weiß will ich eigentlich auch zocken, also hier haben wir im 2-Mana-Bereich ja so ein paar spielbare Karten, auch hier die Ritterin 2 Mana 3-1 ist jetzt nicht die beste Karte mit Tetsuko, Umezawa eventuell, aber ganz gut, Danita, also solide Kreaturen, hier ein bisschen was für die Tokens, noch ein paar Flyer, Schalai halt, super gute Kreatur, Gideons Tadel als Removal, gute Combat-Tricks, unerschütterlicher Wille, um eine Kreatur zu pumpen oder unzerstörbar zu machen. Hier Geralts Triumph, einmal so als, ja so Pumpspell könnte man sagen, ist zwar zeitverzögert, gibt ein paar Marken, ein großer Angriff mit Flugfähigkeit, Erstschlag und Lebensverknüpfung damit einer Kreatur, ist nicht schlecht, eine nette Aura und dann halt hier noch ein paar Filler-Karten. Pegasus-Renner ist jetzt auch nicht super schlecht, kann man auf jeden Fall zocken und dann auch ein paar passende Sideboard-Karten.
Also Weiß sieht auf jeden Fall auch nicht schlecht aus. Also Weiß und Blau würde ich halt gerne spielen. Wenn ich dann aber Schwarz spiele, dann würde auch Grün wieder passen. Also das vierfarbige Deck kann man eventuell mal ausprobieren. Wie gesagt, wir haben zweimal den krabbelnden Landvermesser, der uns dann die dementsprechenden Standardländer raussucht. Das ist natürlich optimal. Wir haben das mehrfarbige Land. Also versuchen könnte man es auf jeden Fall. Ein Juggernaut und noch ein Wächter von Koilos. Also auch gute farblose Kreaturen. Falls das Mana mal nicht ganz so stimmt, kann man auf jeden Fall mitarbeiten, würde ich sagen. Ich denke, ich sortiere das mal hier ein bisschen weiter. Wir werden uns gleich nach dem Schnitt nur mit den spielbaren Karten sehen. Vielleicht auch schon das grobe Gerüst vom Deck, wo wir dann wirklich schon mal die einzelnen spielbaren Karten sehen. Und dann müssen wir wahrscheinlich ein paar Karten rauscutten quasi, dass wir wirklich dann 40 Karten haben mit den Ländern insgesamt. Ist auf jeden Fall ein schweres Pack. Könnt ihr auch noch mal kurz überlegen, was ihr machen würdet. Ich überlege jetzt auch weiter und dann sehen wir uns gleich mit dem groben Deck anfangen. Bis gleich. So, das sieht doch schon deutlich besser aus, wenn man das sich jetzt mal hier anschaut. Ich habe alle unspielbaren Karten rausgetan. Natürlich haben wir jetzt hier noch ein paar Wackelkandidaten. Es fällt aber sofort auf den ersten Blick auf. Unsere Hauptfarben werden sehr wahrscheinlich schwarz und weiß sein. Da wir aber eben auch sehr gute grüne Karten haben, werden wir einen leichten Grünsplash machen und einen leichten Blausplash, so wie es aussieht. Kann natürlich sein, dass das gleich noch ein bisschen anders ablaufen wird. Aber wir haben eben den sehr, sehr, sehr guten Colorfix, eben die Landvermesser, die passenden Länder, ein paar gute Artefaktkarten und unsere ganzen billigen Kreaturen, das ist natürlich wichtig, sind in unseren Hauptfarben. Wir wollen die Splash-Karten eben nicht im 1-2-Mana-Bereich haben. Unsere aggressiven Early-Kreaturen sollten niemals in der Splash-Farbe sein, weil man dann auf jeden Fall Mana-Probleme kriegt. Unsere Mana-Base wird halt überwiegend schwarz und weiß sein. Unsere ganzen Early-Drops sind schwarz und weiß, das sieht ganz gut aus. Und dann nehmen wir eben die besten grünen und blauen Karten dazu, die wir dann im späteren Spielverlauf quasi dazu spielen können. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch von jeder Karte in jedem Mana-Bereich ausreichend viele Karten haben. Wir wollen jetzt nicht irgendwie 10 Kreaturen im 4-Mana-Bereich haben, dafür wenige im 2-Mana-Bereich. Man muss natürlich gucken, dass die berühmte Mana-Kurve eben passt. Wir wollen eben relativ viele Karten im 2- und 3-Mana-Bereich haben und dann 4, 5, 6 Mana wollen wir dann dementsprechend weniger Karten natürlich haben, damit sie eben am Anfang unsere Hand nicht so verstopfen. Hier bei den Splash-Karten müssen wir dann gleich schauen, welche wir dann tatsächlich nehmen. Wahrscheinlich werde ich mich hier vom Saproling Lord verabschieden, aber eben den Schleimfuß zocken, weil er einfach eine gute Standalone-Karte ist und dann wollen wir eben die Hauptstrategie wirklich schwarz-weiß machen, ein bisschen Massenpump. Wir haben ja auch den Engel dann dazu. Das sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ich würde sagen, wir sortieren das jetzt mal wirklich nach einzelnen Mana-Kosten. Ich werde die Karten jetzt gemischt auf die Stapel legen. Dann gehen wir von 2, 3, 4, 5 durch die Mana-Kurve durch und dann schauen wir mal, wo wir dann rauskommen und was so die Wackelkandidaten sind. Und dann kommt wirklich der Feinschliff vom Deck. So, insortiert sieht das Ganze doch schon besser aus. Wir müssen mal schauen, sind immer noch viel zu viele Karten. Wir müssen definitiv über den Color Splash hier reden. Grün und Blau, das klappt wahrscheinlich nicht so ganz, wie ich das gerne hätte. Insgesamt sieht das Deck aber recht solide aus. Ein paar Karten beim Sortieren sind aber sofort rausgeflogen, wie hier unser Sporenkronen-Thallet. Einfach nicht gut genug. Die Synergie hat nicht gepasst. Wir hatten zwar hier Schleimfuß, der ist aber alleine super, super gut, aber wir hatten eben nicht die guten, grünen, anderen Saproling-Karten. Und dann ist er halt rausgewandert, zusammen eben hier mit so ein paar anderen Karten, die wahrscheinlich nicht in das Deck reinkommen, weil ich eben die ganzen anderen Karten so in der Kombination ein bisschen besser fand. Also das schon mal zur Seite. Wir haben, wie gesagt, noch mehr als genug Karten hier. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Karten raus nehmen und als allererstes möchte ich mit euch hier über den Splash reden. Als erstes, der Grün-Splash sieht ganz gut aus. Wie gesagt, Schleimfuß zocken wir auf jeden Fall. Die Spinne kann man auch auf jeden Fall zocken, aber hier der Allosaurus, das wird schon ein bisschen hart. Das ist mir wahrscheinlich zu gierig. Wahrscheinlich ist er sogar die beste Rare hier in unserem Sealed Pool, aber wir können ihn wahrscheinlich nicht spielen. Die anderen Karten eben in der Kombination sind einfach besser. Es lohnt sich nicht, hier den Fokus auf Grün zu legen, meiner Meinung nach. Er ist super gut. Ich habe ihn auch als 7-Drop gerechnet, also wirklich ganz am Ende der Kurve. Dann braucht man aber 3 grüne Mana, um ihn wirklich effizient nutzen zu können. Leider, leider, leider wird das nicht klappen. Also ihn nehme ich wahrscheinlich raus. Kann natürlich sein, dass sich das noch ändert. Aber ich denke, wir arbeiten erstmal hier mit dem Grundgerüst. Wir können nämlich sehr gut grün und blau splashen. Aber so viel grünes Mana, das war mir dann wirklich zu aufwendig. Ich meine, alles, was wir im grünen Mana über haben, können wir auch in Schalai reinpumpen, eben für ihren Massenpumpeffekt. Uns fehlen eh so ein paar Finisher-Karten. Da können wir nämlich dann wirklich noch gute Karten gebrauchen. Zum Beispiel auch hier den Umezawa. Deswegen will ich unbedingt den Blausplash spielen. Er macht Kreaturen halt unblockbar, super gut, auch mit den Rattenkolonien. Wenn sich das Board ein bisschen aufbaut, keiner kann angreifen, dann halten wir ihn so ein bisschen zurück und dann im richtigen Moment kann man den dann ausspielen und dann eben ordentlich ungeblockt angreifen. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. Deswegen der Blausplash sitzt eigentlich definitiv. Notfalls können wir auch die Spinne noch ersetzen. Wir haben hier im 5-Mana-Bereich auch zweimal die Sphinx. Die ist halt super gut, hat zwar einen Widerstand weniger als die Spinne, aber eben
eben mit Hellsicht und Flugfähigkeit ist sie auch noch ein guter Attacker. Deswegen sage ich ja, wir wollen eher schnell so ein bisschen gewinnen. Wir müssen echt mit unserem Mana aufpassen. Und dann spiele ich wirklich lieber die guten Karten, anstatt dann eben noch so super Mana-intensive Karten zu spielen. Kann man halt manchmal nichts machen. Ich finde es so halt definitiv besser. Wir können den Splash ganz easy machen, auch mit dem Hinterlandhafen. Der kommt zwar wahrscheinlich immer getappt ins Spiel, ist aber ein super Duel-Land eben für unseren Splash. Dann können wir quasi ohne Bedenken hier die 5-Drops noch spielen. Dann haben wir hier noch einen sehr guten 2-Drop. Das sieht doch auf jeden Fall schon mal ganz nett aus, bevor wir dann gleich wirklich aussortieren müssen. Und den Splash können wir natürlich mit den Landvermessern dann wirklich ganz easy machen. Wir spielen irgendwie, ja, wahrscheinlich noch eine Insel, würde ich sagen. Dann haben wir zwei blaue Quellen, wobei dann eben mit den Landvermessern haben wir virtuell drei Inseln, die wir raussuchen können. Ein Hinterlandhafen, dann ist der Blausplash schon mal gesichert. Und dann würde ich wahrscheinlich noch zwei Wälder dazu spielen, damit man notfalls mal einen nachzieht, eben den Wald oder den Hafen plus einen raussuchen. Und da kann man eben mit Charlai den Effekt auch noch schön aktivieren. Der kostet ja doppelgrün. Und dann finde ich das insgesamt halt deutlich safer, wenn man das so baut, das Deck. Und dann kann man eben den Rest dementsprechend da drumherum bauen. An sich sieht das ganz gut aus. Wir haben insgesamt noch relativ viele Karten. Hier noch ein paar Wackelkandidaten. Wahrscheinlich, da unser Deck doch schon ein bisschen straightforward ist mit vielen Flyern, weiß ich, Herrschaft des Lich, ja, ist eben nicht ganz so gut. Würde ich zwar super gerne sehen, aber die wird wahrscheinlich auch das Deck verlassen. Wir haben hier unten schon relativ gute Spells, bisschen Interaktion, bisschen Removal, bisschen was für den Kartenvorteil. Also das ist mir dann doch deutlich, ja, lieber einfach die billigen, guten Karten definitiv zu spielen, anstatt so eine wackelige Rare zu zocken. Natürlich muss man jetzt hier noch wirklich die passenden Karten raussuchen. Ich mache nochmal einen kurzen Schnitt und dann denke ich, haben wir schon das Enddeck, müssen nur noch die Mana-Base dazu machen und dann steht das Zieldeck schon. Wollen wir mal schauen. So, das Enddeck steht. Ich bin super gespannt, wenn ich damit zocke, wie das Ganze dann performen wird. Ich würde so im mittleren Bereich einschätzen. Ich denke, wir haben schon ein recht gutes Deck hier zusammenbekommen. Also für das, was mir hier vorgesetzt wurde, ist das Deck, denke ich, relativ okay. Insgesamt vom Power Level würde ich so in der Mitte ansiedeln. Also wir haben halt nicht super gute Rares, super gute Mythic Rares. Wobei die ein oder andere gute Karte war natürlich dabei. Aber dann eben in Kombination mit den anderen Karten im Pool war das wirklich schwer. Wir können nicht viele Rares spielen, hatten auch insgesamt eben nicht viel zur Verfügung, aber ich wollte euch das Deck jetzt noch einmal zeigen. Ihr seht, zwei Mana-Bereich 3, 4, 5, dann hier unsere Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche und da tatsächlich die Mana-Kurve nicht super hoch ist, habe ich auch nur 16 Länder genommen. Haben wir am Anfang ja drüber geredet, ich spiele meistens 16 oder 17 Länder, in seltenen Ausnahmen auch 18 Länder, aber hier hat jetzt 16 eigentlich ganz gut gepasst. Wir suchen uns auch ein paar Länder raus. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall ganz solide dann spielen. Ich sortiere das alles mal hier zusammen oder ich lege alles mal auf den Haufen, dann kann ich euch das schön insortiert dann noch einmal wirklich präsentieren, wie das Enddeck jetzt aussieht. Das ist ja ganz interessant. Ich denke mal, man konnte eben nicht alles sehen. Aber ich glaube, wir haben ein relativ gutes, aggressives Deck, haben ein bisschen Interaktion, ein paar gute Einzelkarten, aber eben unsere Stärke ist viel Ausweichfähigkeit. Sei es hier mit Tetsuku Umezawa können wir halt viele Sachen unblockbar machen oder eben die ganzen fliegenden Kreaturen, die ich hatte. Also damit bin ich halt schon recht zufrieden, wenn der Gegner nicht darauf eingestellt ist. Ist es auf jeden Fall ein gutes Deck. Also Tetsuku Umezawa eher für das Late Game, aber er ist halt hier jetzt im 2-Mana-Bereich. Dann haben wir eine Ritterin der Gnade. Unser Deck ist selber schwarz. Sie ist in der Regel also 2 Mana, 3-2 Erstschlag, fluchsicher vor schwarz. Auch sehr solide. Dann eine Ritterin von Neubelalia, einfach Early Beater. Dreimal die Rattenkolonie. Das ist natürlich ganz nett. Dann einmal der Schleimfuß, unser Grünsplash, super gute Standalone-Karte. Da können wir später auch unser überflüssiges Mana reinpumpen, sehr nett. Dann zweimal der Landvermesser, wie gesagt, wir sind vierfarbig, er muss auf jeden Fall da drin sein. Dann ein Pegasus-Renner, um zusätzlich Flugfähigkeit zu geben. Eine Danita ist eine solide Kreatur, ein Thalid, dann der Kabbalisten-Paladin mit ein paar Artefakten zusammen im Deck. Schießt ja auch ab und zu mal Schaden, ansonsten 4 Mana, 4 Power ist in Ordnung. Unsere Charlai natürlich mit dem optionalen Massenpumpeffekt unten, ansonsten 4 Mana, 3, 4 fliegend, auch immer noch sehr solide. Hier der Wachposten, 4 Mana, 3, 2 fliegend, ein Juggernaut, dann zweimal die Wolkenlaser-Sphinx im 5-Mana-Bereich, eine Mammutspinne. Ein Jagel als großer Bieter und unsere Nicht-Kreaturen-Zaubersprüche. Gideons Tadel als Removal, das ist natürlich ganz nett. 4 Schaden auf eine angreifende oder blockende Kreatur. Ein unerschütterlicher Wille als Combat-Trick, auch immer ganz nett. Und einmal auf Serras Schwingen, wenn der Gegner keinen Removal hat für unsere Kreatur. Sehr guter Effekt. +1/+1, Flugfähigkeit, Wachsamkeit und Lebensverknüpfung. Das ist auf jeden Fall eine sehr solide Aura, kann man nichts sagen. Und ein düsterer Handel, um eben die Hand wieder aufzufüllen. Mana Base habe ich eben schon kurz angesprochen. Unser Splash für die grünen Karten. Da wir auch Doppelgrün für Charlai brauchen, haben wir hier 2 Wälder, eine Insel mit einem Hinterlandhafen, eben in Kombination mit den beiden Landvermessern, reicht das definitiv aus. Und dann unsere Hauptfarben haben wir hier 6 Sümpfe und 6
Ebenen. Ja, sieht auf jeden Fall relativ interessant aus, würde ich sagen. War wirklich ein sehr, sehr, sehr schweres Pre-Release-Pack, würde ich insgesamt sagen. Hatte deutlich schon einfachere Aufgaben, da ein Deck draus zu bauen. Aber ich würde sagen, da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Wie gesagt, ich versuche das Ganze auch mal in einem Gameplay unterzubringen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie das Deck performt. Ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen. Was hättet ihr aus dem Pool gemacht? Wäre das in eine ähnliche Richtung gegangen? Hättet ihr was ganz anderes gemacht? Und was ihr natürlich auch noch sehr interessant findet, wie war euer Pre-Release? Was habt ihr auf dem Pre-Release gezockt? Und wie hat euer Deck funktioniert? Ja, bin super gespannt, was ihr sagt. Ansonsten, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, konntet ein paar Tipps mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich mega über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten hier im Outro, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, könnt ihr direkt ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch wie immer noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Bis dann. Ciao.